Hallo, mal wieder vom Hannover Airport. Wir fliegen heute mit Air France auf einer längeren Reise, aber erst mit Zwischenstopp in Paris nach Algier. Aber seid gespannt auf unsere Reise. Erstmal geht's jetzt durch die SIKO. Das Gute ist, wir haben vorher schon online eingecheckt, also per App. Bei KLM geht es nämlich auch und haben unsere Boardingkarte, müssen es also nicht anstellen. Das sieht ja echt schlimm aus, gehen durch die SIKO durch und dann gibt es hier im Terminal C eine kleine Lounge. Oh, habt ihr gesehen, es geht ruckzuck hier, sind wir durch die Kontrolle. Was heißt die Kontrolle? Da muss ich hier nur meinen Barcode einscannen. Jetzt ist die Sicherheitskontrolle, hier darf nicht gefilmt werden und danach zeige ich euch die Lounge. So. Das ging ja mal gut hier am Hafen Hannover. Das letzte Mal musste ich alles rausholen, diesmal habe ich alles rausgeholt und läuft. Ja, das ist die Besonderheit hier im Terminal C. Das sind ja meistens hier die Urlaubsflüge, die hier abgehen. Meistens so TUI, aber alles innerhalb der EU. Was außerhalb der EU ist, zum Beispiel nach Afrika, Nordafrika oder Türkei und London, das geht alles von Terminal B ab und Terminal A ist für die Star Alliance reserviert. Ja, und wir gehen jetzt hier im Terminal C in so eine kleine Lounge rein, die ist extra für so die SkyTeam-Mitglieder. KLM ist dort und auch Air France, deswegen gehen wir da jetzt rein. Wir fliegen mit Air France und wir sind bei Delta im Platinum-Status. Deswegen, weil wir hier Economy fliegen, dürfen wir trotzdem in diese Lounge reingehen. Wir müssen nur diese Karte vorzeigen. Genau, und wer mehr über den Status wissen will, einfach das i klicken für das Video. Was ist ein Status? Genau. So, da habe ich euch falsche Tatsachen erzählt. Wir kamen jetzt nicht mit der Delta Airlines Platinum Karte rein, aber dafür mit dem Priority Pass. Die gibt es wiederum bei der American Express Platinum Kreditkarte dazu. Sogar noch als Zusatzkarte extra. Da gibt es auch noch ein extra Video von uns. Am besten drückt ihr dann nochmal auf das i und seid ihr da informiert. Aktuell zum Beispiel gibt es noch bis Ende September einen 75.000 Bonus. Also wenn das Video online geht und ihr habt Glück, dann könnt ihr dann nochmal was abstauben. Weil 75.000 Punkte ist eine ganze Menge. Normalerweise gibt es nur 30.000 für diese Kreditkarte. Was man damit anfangen kann, wie gesagt, in unserem Video. Das ist jetzt hier keine Riesen-Lounge, wie man sie vielleicht von anderen Airports kennt, aber das ist hier auch ein kleines Terminal hier in Hannover, Terminal C, deswegen auch eine kleine Lounge, aber es gibt hier was Leckeres zu essen, Wiener Würstchen, was zu trinken, also perfekt für die Wartezeit. Das war jetzt die Hannover Club Lounge hier, die speziell eigentlich hier für die KLM und Air France Business Class Kunden und halt auch Statuskunden gedacht ist, aber nicht unbedingt für die Delta Airlines Platinum Kunden. Habe ich jetzt auch nicht so gewusst, aber dafür hatten wir ja unsere Priority Pass Karte und kamen trotzdem rein. Ja, jetzt geht's zum Gate C16, das ist schon. Das ist eine Embraer 170 STD
in einer 2-2-Bestuhlung in der Economy. Eigentlich habe ich gedacht, wir haben einen Notausgang, so hat das zumindest die Seatmap gesagt von Air France, aber irgendwie sieht das nicht so aus. Ist aber auch nicht schlimm. Es sind jetzt nur ungefähr eine Stunde bis nach Paris und dann werden wir dort übernachten. Ja, platzmäßig ist das nicht ganz so berauschend, ne? Man sieht schon, wir sind mit den Knöcheln am Vorderplatz, aber hallo. Es ist ja auch nur ein kurzer Flug jetzt hier bis nach Paris und morgen von Paris nach Algerien. Es ist eine 3,19, ne? Also das heißt eine 3,3er-Bestuhlung und hoffentlich auch ein bisschen mehr Beinfreiheit. Wir werden es sehen. Genau durchgezählt hier, ob alle schon an Bord sind. Also das Boarding ging ziemlich einfach hier und ziemlich schnell. Aber es ist ja auch in 4 Minuten auch schon eigentlich offizielle Abflugszeit. Also innerhalb von 6 Minuten ist hier fertig gebordet. Da sind wir angekommen und wir bleiben jetzt über Nacht hier. Wo geht's hier lang? Sind wir richtig? Okay. It's right? Es ist jetzt ungefähr 9:30 Uhr und
fliegen morgen weiter, so gegen 7. Übernachten hier im Hilton Hotel direkt am Flughafen. Wir müssen also raus. Wir haben aber glücklicherweise keinen großen Koffer dabei. Wir haben nur Handgepäck. Das ist alles, was wir heute haben hier. Das heißt, wir haben Zeit. Wir können jetzt also noch mal in die Lounge gehen, wenn wir noch was essen wollen, was trinken gehen wollen. Ich muss auch mal sehen, wie ich hier nicht verlaufe, aber das passt. Irgendwie haben wir jetzt keine Lounge gefunden. Wir sind nach dem Aussteigen irgendwie rechts gelaufen und dann sind wir außerhalb des Sicherheitsbereiches. Da kommt schon die Bahn. Jetzt fahren wir in Richtung Hotel zum Terminal 3. Vielleicht gibt es da noch was. Ansonsten gehen wir einfach nur ins Hotel. Auch egal. Eingecheckt hier im Hilton, direkt am Flughafen von Paris. Bis 11 Uhr soll die Lounge noch offen sein, aber ich glaube, die ist Happy Hour, wird wohl vorbei sein. Gut, gucken wir mal. Jetzt gehen wir zumindest erstmal gucken, wie unser Zimmer sein wird. Gut, das ist unser Zimmer hier in Paris. Wir werden uns jetzt ein bisschen entspannen noch. Wir haben jetzt ungefähr noch 5 Stunden Zeit, bis wir wieder aufstehen müssen. Dann geht es nämlich weiter mit Air France und zwar im A319 nach Algerien. Das also dann morgen. Gute Nacht. Wir müssen ein bisschen leise sein. Es ist 5 Uhr, 5:30 Uhr. Wir müssen uns jetzt sputen. Und ja, jetzt geht's den gleichen Weg wieder zurück, den wir gestern hierher gekommen sind. Haben 5 Stunden geschlafen, 6 Stunden, wenn wir Glück gehabt haben. Ja, und los geht's weiter nach Algerien. Das ging relativ unkompliziert hier mit dem Zug zwischen den verschiedenen Terminals. Jetzt sind wir hier in Terminal 2E. Da geht es heute ab für uns. Wir müssen uns wieder mal nicht einchecken. Wir sind ja quasi eingecheckt online. Wir haben unsere Boardingkarte auf unserem Handy. Und wir brauchen eigentlich auch kein Visum für Algerien. Das habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Ich hoffe, das ist auch richtig. Man weiß ja nicht so genau. Ja, man weiß nicht. Wir sind nur im Transitbereich. Ich muss halt nur jetzt beim Boarden angeblich nachweisen, dass wir einen Anschlussflug haben. Und das haben wir. Habe ich alles dabei. Drückt uns die Daumen. Wir hatten das schon mal. Da mussten wir ewig diskutieren. Es gab nur 3 Ausreiseautomaten. 2 davon waren kaputt. Nur einer war, ja, funktionstüchtig, den hat der Dominik genommen. Ich bin dann manuell zur Ausreise gegangen, ging aber fix, ist irgendwie gar nichts los hier um 5.30 Uhr in der Früh. Dabei ist es ja Frankreichs Hauptflughafen. Und das ging auch fix. Die Sicherheitskontrolle durch, ausgereist sind wir und wir sind jetzt bereits, ja, fast schon am Gate. 11:25 ist unser Gate heute. Links. Links? Okay. Man muss immer den Boarding Pass vorlegen, aber halt auch die Statuskarte. Ohne Statuskarte nützt es ja nichts. Wir haben ja ein Eco-Ticket, also müssen wir ja auch nachweisen, dass wir hier berechtigt sind, hier reinzugehen. Ja, das dauert meistens einen Moment.
lecker sind die Croissants auf jeden Fall, aber wir brauchen einen Kaffee. Ah, die Franzosen lassen sich auch nicht lumpen. Es gibt Taittinger Champagner. Den gab es auch mal bei Lufthansa und hier bei Air France. Generell gleich 3 Flaschen in der Lounge. Ja, und das ist hier die Business Class Lounge. Terminal 2E, Halle L. Die scheint sehr neu zu sein und riesig. Habt ihr ja gerade gesehen beim Reingehen. Jetzt schnell noch Früchte essen und dann geht's los. Gut gestärkt, also ich muss sagen, die Lounge hat mir sehr gefallen von Air France hier in der Halle L. Jetzt geht's ab zum Flieger nach Algerien. Ich bin gespannt, ob es klappt. Oh, hoffentlich kommen wir da rein. Merci, hat er gesagt, au revoir. Und es hat funktioniert, irgendwie wurde gar nicht kontrolliert, ob wir ein Visum haben. Ich hatte mehrfach gelesen, dass genauestens drauf geschaut wird, ob wir ein Visum haben, also ein Einreiseerlaubnis. Haben wir ja eigentlich nicht, da wir ja nicht einreisen. Süßer kleiner Flieger A319 ist es heute, der uns in einer 3-3er-Bestuhlung, Reihe 18, sitzen wir. Leider kein Notausgang, aber das hat bei Air France leider nicht funktioniert, aber ist nicht so schlimm. Es sind ja auch nur 2 Stunden bis nach Algier. Du gar nicht F. Ich bin eigentlich F, ja, aber du kannst gerne sitzen. Dann setze ich mich in die unbeliebte Mitte. Wer mag es auch so gerne? In der Mitte von 3 Sitzen zu sitzen, da ist man immer so eingeengt. Das ist furchtbar eigentlich. Oh ja. Tatsächlich, es ist ein wenig eng hier, eng bestuhlt, die Air France. Und es ist ja auch so, dass je weiter man nach hinten kommt, also ist bei einigen Airlines so, desto enger wird es. Also der Sitzabstand ist vorne bei einigen größer als hinten. Wir sitzen jetzt Reihe 18, es gibt nämlich nur 26 rein, weil die Reihe 26 ist nur auf einer Seite mit 2 Einzelsitzen und die kann ich auch nicht empfehlen, denn die letzte Reihe ist erfahrungsgemäß so, dass man die Rückenlehne nicht nach hinten machen kann. So minimal, das ist... Oh Gott, und der knarzt der Fliege. Hilfe. Ja, brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, es ist früh am Morgen, 2 Stunden Flugzeit, also offiziell 2 Stunden 15, aber es wird immer was abgezogen. Ich denke, wir brauchen nur 2 Stunden. Und warum fliegen wir nach Algerien? Ja, das hat den Grund, dass von Algerien, also Algier, dem Flughafen sehr, sehr gute Angebote teilweise gingen. Da habe ich ein sehr günstiges Ticket geschossen, nämlich nach Los Angeles über New York und alles mit Iberia für unter 1000 Euro in der Business Class und dabei ist auch noch die neue A350. Das war nämlich der Hauptgrund, warum ich das gebucht habe. Werdet ihr also demnächst auf unserem Kanal sehen, wenn es nicht schon online ist. Am besten guckt ihr mal, drückt auf das i, dann ist es nämlich schon online. Und auch mal unsere Webseite ist sehr interessant, denn dort posten wir nämlich solche Deals, wenn sie interessant sind für euch. Ich glaube nicht unbedingt, dass jeder Lust hat, nach Algerien zu reisen und dort einen Trip zu starten. Aber wir machen das. Also wir haben wahrscheinlich wieder Glück. Boarding ist kaputt, ich habe es jetzt nicht verstanden, aber es setzen sich irgendwie alle um. Aber ich sage euch, ich habe vorher versucht, Sitzplätze zu reservieren und ich konnte keine weiteren Sitzplätze auswählen, weil alles angeblich besetzt ist. Da war. Aber sieht nicht so aus. Also setze ich mich jetzt um. Ja. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Die Demonstration de Sécurité vont commencer. Merci pour votre attention.
Kurt der Schrumpfhalde. So, wir sind angekommen hier. Jetzt sitzen wir hier in der Saloon Lounge. Hat ein bisschen gedauert, es hat geklappt, was für ein Glück, aber es ist wie immer so eine kleine Tortur. Und zwar musste man rechts rausgehen, musste Bescheid sagen, dass man Transit Passenger ist, also und einen Anschlussflug hat, und musste dann ewig warten, geht dann trotzdem zur Immigration, wartet davor, dann muss man noch diese Einreiseerlaubnis ausfüllen, dann rennt jemand weg mit unseren Pässen, kommt nach 10 Minuten wieder, wir haben unsere Boardingkarten, sind jetzt letztendlich noch immer im Transitbereich, aber hier können wir auch bleiben, denn unser Flug nach Madrid geht in 3,5 Stunden, 3 bis 4 Stunden. Ja, hat also geklappt.